Jetzt kommt der nächste, den wir ausschalten wollen, den Strohhut rechts oben. Zwei Inseln haben wir schon komplett in unserer Gewalt. Das ist die dritte, dann kommt eine vierte, dann kommt eine fünfte, dann kommt noch das große Schiff. Puh. Gucken, wie wir das hinbekommen. Also der hier, einmal hier hoch. Move like. So, gut aufpassen. Achtung, kommt er rechtzeitig hier rein? Nicht ganz. Nee. Also das ist jetzt eine Frage von perfektem Timing. Das Timing muss perfekt sein. No, no. I'm going in. Ja. Ja, das hat geklappt. Schnell einmal abspeichern. Vor. Er guckt wohin? Na, er sieht uns nicht. Der Kollege hier hinten kommt gleich rübergerannt. Planungsmodus. Katana-Angriff hier drauf. Vorher aber ganz normal sich hier rüber bewegen. Achtung. Ah, das war nicht so gut. No noise. Move like water. Ich versuche. Schwarz mit dem Wurfstern. Vielleicht klappt es auch mit dem Wurfstern. Wir gucken, wo er runterrennt. Der Strohhut dreht sich mit dem Steinwurf um. Das können wir machen, Matze. Aber ich versuche es erstmal mit dem Wurfstern. Wobei, den müssen wir uns dann auch holen. Mal gucken, wie wir es machen. Wurfstein ist laut, aber da steht er relativ weit von anderen weg. Der Todeskampf auch so lange. Mal gucken. Der rennt jetzt hier rauf und maximaler Abstand, bitte. Jetzt. Oh, das hat wer gesehen? Wer hat das denn gesehen? Der Strohhut hat da bis hinten hingeguckt. Nein. Nein. Das ist ja krass. Das ist ja krass. Meine Güte. Das heißt, die müssen irgendwie abgelenkt werden. Aber wie soll man die denn ablenken? Dann müssen wir doch ihn zuerst ausschalten. Weil der guckt ja auch noch auf ihr. Das, wie soll man denn das machen? Da hilft nur eins. Wir müssen mit ihm wieder runter. Move like water. No noise. Wieder ins Wasser rein, weil er kann von hier unten aus vielleicht einen Steinwurf machen, ne? Von hier hinten aus. Kann die dann ablenken, dann muss jemand anders versuchen, den Kill oben hinzubekommen. Ja, unsere Heldinnen können auch Leute ablenken, aber nicht so gut wie die anderen. Die haben, also er kann halt mit dem Steinwurf, jeder hat eine andere Ablenkfähigkeit. Ich zeige es jetzt auch mal kurz. Laufen hat er auch kurz gefragt. Ich hatte zu Beginn des Streams die Spezialfähigkeit von allen einmal vorgestellt. Also bei den Ablenkungen, wenn er kann einen Stein werfen, dann gucken alle zum Stein hin. Sie hier hatte als Ablenkung die Flöte, dann laufen die Leute zu ihr hin. Das sind verschiedene Richtungen. Und sie hat als Ablenkung eine Verkleidung, ist keine Ablenkung, wo sie normal überall rumlaufen kann und sie wird nicht so schnell erkannt, nur von manchen der besseren Einheiten, aber sie hat nichts, was sie sich im Augenblick anziehen könnte. Und er hat zur Ablenkung die Sake-Flasche, die er wohin wirft und dann laufen die Leute zu der Flasche hin, aber ihn haben wir nicht auf der Insel, weil er nicht schwimmen kann und sich nicht zu der Insel hinbewegen kann. Und unser alter Mann hier, der ist halt auf dem Schiff, der kann im Augenblick nicht eingreifen. Das heißt, hier die können wir eigentlich nur ablenken mit dem Steinwurf. Und das macht der Kollege hier jetzt hier. Er geht einmal hier hin, geht hier rein und der kann gleich... Ja, er kann gleich einen Steinwurf dann machen. Hier hinwerfen, wir können das mal kurz testen. Alle drehen sich mal kurz hin, aber nur ganz kurz. Der mit dem Strohhut kürzer noch als der andere. Das hängt mit der damit zusammen, dass das quasi eine Stufe 2 Einheit ist. Und in dem winzig schmalen Zeitfenster können wir auf der rechten Seite Leute killen. Und das ist heftig. Das ist heftig.
Ich habe eine noch bessere Idee. Ich weiß, wie wir es machen. Viel besser noch. Ich weiß, wie wir es machen. Ich weiß es. Ich hab's. Wir machen es doch wie eben. Sie hat, kann ja auch werfen. Sie hier kann ihre, kann das hier werfen. Über Entfernung und das beschränkt, also Niespulver, und das beschränkt bei den beiden deren Sichtweite. Und er kann dann den Wurfstern werfen, runterwerfen, die Leiche ins Wasser und wieder zurück. So machen wir das mal. Wo ist die gelbe? Also er, der blaue, geht wieder ins Wasser rein. Das funktioniert. Quiet. Move like water. Noch eine Idee kam rein von Vacuum Energy mit der Flöte. Ihn runterlocken hier rein. Ah, da muss er sich direkt ins Gebüsch reinlaufen. Ob das klappt, weiß ich nicht. Ich bin skeptisch, ob das funktioniert. Denn die sehen oft, wenn die neugierig sind, jemand auch aus Entfernung. Wir versuchen es lieber so rum. Hier hin. Bitte nochmal ins hier rein. Move like water. I'm going in. Hier hin. Dann nehmen wir. Sie ist die mit dem Niespulver. Wo ist sie denn? Ach nein, bitte nicht. Ach, bitte nicht. Vorher gucken, Daniel, wo die Einheiten sind. Sie ist hier hinten. Die muss einmal ins Wasser, sonst stört sie aufgrund der Fußspuren, zieht sie sonst seine Aufmerksamkeit auf sich. Nein! Das können wir ja auch machen. Es, ja! Genau! Wir versuchen, ob sie nicht... Ich versuche mal was. Sie lockt ihn mit den Fußspuren an und killt ihn dann. Hier an Land. Hier rüber. Einmal abspeichern. So. Und jetzt machen wir einen Planungsmodus. Eine Niespulverattacke auf diesen Bereich. Die speichern einmal ab und versuchen Folgendes. Sie geht einmal rüber. Macht hier jetzt Spuren. Und wieder rüber. Hier vorne hin. Jetzt sieht er die Spuren. Und entdeckt die andere. Einmal sich wieder hinbücken. Jetzt muss sie erstmal in Deckung sich bitte begegnen. Bewegen. Nochmal Fußspuren. Jetzt nehmen wir sie wieder, speichern einmal ab. Jetzt macht sie die Fußspuren hier. Geht hier hinten hin. Er entdeckt die Fußspuren. Kommt nicht, er verlässt nicht seinen Posten, die Pflaume. So würde das funktionieren, das hilft uns aber nicht weiter. Wir machen doch den alten Plan. Wir gehen doch schon wieder ins Wasser. Hier unten hin. Schwimmen hier lang. Ströte verlassen nicht ihre Posten. Hat Vor- und Nachteile. Man kann auch Spuren machen und im Fall echter Nachteil. Jetzt geht sie hier, bitteschön. An Land.
hier in Deckung. Und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt, sie macht gleich die Ablenkung mit dem Wurf des Niespulvers auf die beiden. Kommt sie weit genug? Klappt ja. Das macht sie gleich. Und in der Zwischenzeit und er wiederum macht den Wurfsternangriff im Planungsmodus auf ihn hier. Ja? Aber lieber von hier aus. Quiet. Planungsmodus, Wurfsternangriff. Nee, noch anders. Er macht keinen Wurfsternangriff, er macht einen Katana-Angriff. Der ist leiser im Planungsmodus und vorher wirft er noch den Stein. Das versuchen wir mal. Einheit oben läuft rum, das ist die hier links. Morning Snow. Es ist hier, ihn, er muss erstmal rauf. Ob das gut geht. I'll cause a distraction. Jetzt. Töten. Sie, nicht rüber hier. Er, Leiche nehmen. Wasser. Don't see a way. I'm going in. Fast. Da war eine Idee zu langsam, aber es klappt. Der Plan klappt. Das Blöde ist, ich kann immer nur eine Aktion automatisieren für jeden. Und das sind jetzt drei Aktionen, ich muss mehrfach wechseln. Den Duftattacke mit der Automatik, ja. Das können wir mal versuchen. Wir nehmen, aber die kommen nicht zum selben Zeitpunkt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob man das timen kann, dass sie dann hintereinander kommen. So werden wir das ja gleich machen. Das ist auch nur eine kurze Wirkung. Das muss echt super gut sitzen. Planungsmodus, eine Duftattacke. So. Und er macht den Katana-Angriff. In dem Augenblick wirft sie die Duftattacke. Das ist, glaube ich, so versuchen wir es mal. Und er wiederum, wir speichern einmal ab, wirft jetzt gleich den Stein drauf. Jetzt. Time for sword work. Move like water. Ach, ich habe den Enter-Befehl vergessen auszuüben. Vor lauter Konzentration auf das, was er gerade hier macht. Also nochmal. Steinwurf. Hierhin. Jetzt Enter. Etwas zu spät, nochmal. Steinwurf. Jetzt. Enter. Leiche hochheben. Leiche ins Wasser. Schleichen, 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 schleichen. Rüberschleichen. Bitte, 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 hat das geklappt? Ich glaube ja, ich glaube, es hat geklappt, Leute. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ja, wir haben es hinbekommen. Mann! Schnell abspeichern. Boah, Mann, das war knapp. Puh. Der Todeskampf bei den Wurfsternen dauert zu lange. Im Chat wurde gerade danach gefragt. Deshalb der Angriff mit dem Katana. Obwohl der Wurfstern ja sofort den Todeskampf einleitet. Man hätte es auch umgekehrt machen können und sagen können, bis der dahin geschlichen ist. Erstmal Wurfstern, aber jetzt so hat es auf jeden Fall geklappt. Puh, jetzt müssen wir überlegen, wie es weitergeht. Jetzt haben wir ihn noch. Wie weit kann er gucken? Nur bis hier oben hin. Und wie weit guckt er?
Jetzt kriegen wir es hin. Und ihm müssen wir nur folgen und in das Gebüsch reinlaufen. Und dann machen wir, alles weiter. Wir müssen nur einmal kurz in seinem Rücken sein. Ihm folgen wir, wenn er jetzt runterkommt. Achtung. Es wurde anscheinend von irgendjemand gesehen, aber hat ganz knapp geklappt mit dem Strohhut hier unten. Wieder einer weg. Klappt. Sehr schön. Ach, wir liebe Brodak. Brodak von Edin. Ist das spannend. Ich muss schon seit Ewigkeit meine Kaffee wegbringen, aber ich will nichts verpassen. Ja, die mit dem wie gut, dass sie mit dem Strohhüten nicht gucken gehen, wenn was passiert ist, Cyberkost. Ganz genau. So weiter. Puh. Jetzt können wir uns eigentlich den schnappen. Problem ist. Das lösen wir anders, und zwar das lösen wir mit ihr hier. Ist sie? Weil sie kann doch per Flöte jemand anlocken. Und damit locken wir ihn gleich zu dem Gebüsch hier hinten. Da war ein Gebüsch. Einmal rein ins Wasser, bitte. Hier rüber. Guter Trick. Hier vorne hin. Einmal hier hin. Oben lang schleichen. Einmal abspeichern. Herr Flöter anlocken. Hierhin bitte. Wake up, little Jew. Ja, das würde, glaube ich, klappen. Und jetzt machen wir einen Planungsmodus, dass er, wenn sie kommen, den Wurfstern wirft, weil das geht auf Distanz und ist zwar relativ laut, aber der ist so weit weg von den anderen, das sollte gehen. Einmal rein in den Planungsmodus, einmal Wurfstern schon mal einschalten. Hierhin, jetzt zu ihr wechseln, einmal flirten. So ist er gehighlightet. Und jetzt bitte. Ah, das war zu früh. Okay, das war zu früh. Etwas später. Sie nochmal. Wake up, little June. Sie hier hin. Er. Time to move. Planungsmodus. Wurfstern. Hier. Und jetzt beobachten wir das lieber mit ihm hier, ne? Aus seiner Perspektive. Und hier müssen die sein. Ab dann geht's los. Einmal abspeichern. Einmal flöten. Und wenn wir auf Enter drücken, wirft er den Wurfstern. Das hat nicht geklappt. Ich habe ein bisschen zu weit außerhalb geflutet. Nochmal, er muss blau gehighlightet sein. So. Jetzt kommt er gleich rüber. Wir wollen ihn hier beobachten. Und jetzt. Nein, du musst nach rechts fallen, nicht nach links fallen. Du musst nach rechts fallen. Nach rechts fallen, nicht nach links fallen. Nein, bitte.
durch ein Wunder. Das gibt's ja gar nicht. Wieder auf der Stelle stand und sich nicht entscheiden konnte, in welche Richtung er kippt. Ich kann nicht mehr. Das ist ja unfassbar hier. Das geht ja gar nicht. Boah, echt, mir steht ja Schweiß auf der Stirn. Ich wusste gar nicht, dass Morden so anstrengend ist. Mann. Mann, Mann, Mann. Boah. Puh, einmal abspeichern. Ich glaube, ich bin ganz rot im Gesicht geworden, ne? Kann das sein? Einmal abspeichern. Und mit ihm hier. Jetzt einmal hier rüber. Und den lassen wir aber lieber liegen, oder? Ich guck mal, ob wir ihn aufheben können. Aber ich gehe, jeder Bit zählt. So gerade mal so rechtzeitig rüber, wo es notwendig ist. Und jetzt. Quiet. Na, hat gut gemacht. No noise. Ab ins Wasser jetzt aber bitte. No way there. Don't see a way. Ach komm, dann hier ablegen. Yeah. Puh. So. Und nun? Ein Strohhut, zwei Strohhut, Samurai. Und der hier vorne. Der Samurai ist der dickste Brocken. Moment. Jetzt, das sind die schwierigsten Gegner. Jetzt die beiden. Die Strohhüte bewegen sich nicht von der Stelle, wenn sie abgelenkt werden, ganz stur. Beobachten sich gegenseitig. Er bewacht die Kiste. Wir müssen an die Kiste ran. Der Samurai bewacht wiederum den Strohhut hier vorne. Ihn müssen wir mehrfach angreifen, weil Mugen nicht dabei ist. Mehrfache Angriffe auf ihn. Lässt sich auch schwer ablenken. Gibt es irgendwo die Möglichkeit, wir haben ja alle Sachen gehighlightet, dass man irgendwo irgendwas kaputt. Das ist der Highlight-Knopf hier. Man kann nichts runterfallen lassen, nichts kaputt machen. Schießen geht immer, Stepa, aber ich würde das gerne. Soweit ich will, mal versuchen, ob es ohne Schießen geht. Schießen ist der Notfall immer. Wie das er dir schreibt, den Strohhut ausnocken wie den vorhin mit Duft. Hayato tötet, dann nochmal Duft und wegtragen. Du meinst den Strohhut hier links oben, den? Aber der wird ja beobachtet von dem. Achso, hier mehr. Den Duft können wir ja nicht ständig hintereinander werfen. Der hat einen Cooldown. Mal gucken, wie lang der Cooldown ist vom Duft. 10 Sekunden, das ist lange und er wirkt nur 2,5 Sekunden, also. Aber es sollte trotzdem klappen, ne? Weil der reagiert ja nur darauf im gestreiften Bereich, wenn dann doch jemand sieht, der eine Leiche hochträgt. Aber wenn da eine Leiche liegt, geht's. Wir könnten ihn sogar per Wurfstern killen, glaube ich. Das sollte sogar gehen. Ja, komm, wir probieren das so mal aus. Wir probieren ihn mit Wurfsternkill von hier unten und gleichzeitig wirft sie hier oben den Duft drauf. Das probieren wir mal. Also er ist hier, Hayato ist hier vorne. Kann er eigentlich ins Wasser springen? Nee, ne? Er kann hier aber runterklettern, ne? Auch nicht. Könnte hier runterspringen eventuell. Move like water. Ah, das geht nicht. Wo kann er reinspringen hier? Eben wurde angezeigt, er konnte irgendwo springen. Quiet. Na, das geht schon mal nicht. Da müssen wir unten lang wieder. Move like water. Wurf werfen von hier oben aus. Könnte klappen, ich bin mir nicht sicher. Schau mal, wie weit die Wurfreichweite ist.
Vielleicht reicht das sogar. I'm going in. Aber er muss sich ja dann in Wurfstand zurückholen. Insofern müssen wir ihn sowieso vorne haben. My quiet. No noise. Oben rum um die Insel. Quiet. Move like water. I'm going in. Ja, quiet. Einmal abspeichern. So, und jetzt hier hochklettern. Hier rein. Wurfsterne Todeskampf dauert mir zu lange. Einmal abspeichern. Und jetzt machen wir im Planungsmodus, dass er einfach nur mit dem Schwert killt. Das ist der schnellste Tod. Und sie hier unten wirft jetzt gleich das Niespulver. Einmal abspeichern. Das muss eigentlich gleichzeitig erfolgen. Wir gehen sogar bei ihr auch in den Planungsmodus rein. Ein Niespulverwurf. Hier rein. Und Enter. Und go! Ja! Sehr gut, es hat funktioniert. Boah, war das eine knappe Geschichte. Sehr schön. Die Leiche lassen wir hier oben liegen. Jetzt haben wir nur noch die beiden. Wie lenken wir den Samurai ab? Den kriegen wir so schwer getötet. Puh, also ich sag mal so, ich würde es gerne ohne Schusswaffen beenden. Wir haben drei Leute. Vielleicht können wir ihn mit zwei Leuten angreifen, den Samurai. Nee, der ist im ganz grünen Bereich, nicht im gestreiften. Und der guckt, die sind alle im dunkelgrünen Bereich. Das mit dem Boot klappt nicht, Hans Hugebein, das ist ein anderes Boot. Boot vom Schiff holen. Ach, du meinst das Boot sich holen, damit dann der Mugen übersetzen kann? Meinst du das? Das ist eine interessante Idee. Lass uns das mal überlegen. Das könnte klappen. In das Boot rein. Das geht dann ins Wasser und dann könnten wir den Mugen übersetzen für Samurai töten. Komplexe Idee könnte... Nee, verkleiden geht nicht. Wir hatten ja schon mal ausprobiert, wie das sind. Ich kann es dir mal zeigen. Sie hat hier... Guck mal hier. Sie hat keine Verkleidung. Was gehört? Geht nicht. Wir versuchen mal, das Boot zu holen. Ob es geht, weiß ich nicht. Das muss jemand anders für Mugen holen. Und wen nimmt man dafür? Den Steinwerfer. Calm, focus. No noise. Move, ich weiß, water. Wir versuchen es mal. Ich weiß nicht, ob das geht. Wir versuchen es mal, ne? Ja, stimmt, wie das eine Idee. Das Boot vom Schiff ist das Fluchtvehikel für den Alten. Das wird nicht gehen. Das ist nicht der Sinn der Sache. Du hast völlig recht. Das ist also, das wäre ganz komisches Missionsdesign. Das kann ich mir nicht vorstellen. Schießen geht immer, aber ich wette, die Entwickler haben uns irgendeine Möglichkeit. Kommen hier ins Haus rein, da sind die Wachen drin. Wer hat welche Möglichkeiten? Er kann Steinchen werfen. Sobald wir schießen, kommen auch die ganzen Wachen rausgerannt. Wurfstern reicht auch für ihn nicht aus. Er müsste von zwei auf einmal attackiert werden.
Wir könnten ihn vielleicht zweimal hintereinander attackieren. Wobei ich vermute, wenn man einen Wurfstern werft, wirft, dass die Leute im Haus das auch hören. Mit der Flöte den von der Kiste schon mal weglocken. Wäre ein Versuch wert. Lass uns das mal versuchen, Vacuum Energy. Wäre nicht deine erste gute Idee heute. Mit der Flöte, die mit der Flöte ist sie hier. Wir versuchen es mal, ja? Es kann sogar sein, dass wir den Samurai dadurch weglocken können. Sollen wir das mal ausprobieren? Weil der, ich weiß nicht, ob der seinen Posten, es kann sein, dass der seinen Posten verlässt. Wir speichern einmal ab. Machen einmal Flöte, bitte. So, und beobachten das mal. Verlässt er seinen Posten? Nee, er guckt für einen Moment weg. Und in der Zwischenzeit beide andere umbringen und dann abhauen, aber dann kommen die Wachen rausgerannt. Das macht keinen Sinn. Versuchen erstmal die Idee von Wacom Energy umzusetzen. Und versuchen erstmal ihn rauszunehmen. Der ist eigentlich der leichteste, weil die Sache minimal weniger komplex macht. Einmal abspeichern. Jetzt macht sie ihre Flöte. Und er zieht runter. Und dann machen wir mit die Falle hier hin. Hey. Was ist denn los? Ach, die haben die Leiche entdeckt. Die müssen wir erstmal wegmachen. Klappt, weiß ich nicht. Boah, das wird schwer. Das geht nur, oh, das geht nur mit Niespulver. Im Planungsmodus einmal Niespulver. Auf die beiden. Schon wieder. Die müssen ständig niesen, ja? Und dann können wir mit ihm versuchen, oben die Leiche zu holen und die dann ganz schnell wegzuschaffen. Ob das müssen wir mal gucken. Einmal abspeichern. Per Enter unten den Wurf auslösen. Ich war zu langsam. Nochmal. Ich bräuchte eine dritte Hand. Euch eine dritte Hand. Einmal Enter. Es geht. Move like water. Quiet. Es geht. I'm going in. Einmal abspeichern. Das haben wir geschafft. Und jetzt? No noise. Mit ihm? Hier vorne hin. Das bereiten wir mit ihm mal testweise im Planungsmodus einen Wurfsternangriff auf die Wache vor. Jetzt gehen wir mit. Machen wir mit ihr weiter mit der Flöte. Einmal abspeichern. Einmal Flöte spielen hier. Einmal sich wieder in eine Sicherheit begeben. Der Stut bleibt vorne stehen. Die andere Wache rennt los. Ja, das hat geklappt. Soft souls.
I'm ready. Boah, ist das knifflig. Wieder hin. Wieder nehmen. Leiche. Bleibt hier. Einmal abspeichern. Jetzt sind es nur noch zwei. Und natürlich noch zwei Inseln und ein Schiff. Aber es sind nur noch zwei. Die beiden. Wir haben drei Leute, die zwei Leute umbringen mit dreien. Klingt wie eine leichte Aufgabe. Der Samurai ist gepanzert. Unser Anti-Panzerknacker ist nicht da. Das heißt, wir müssten mit zwei Leuten den Samurai angreifen und parallel dazu mit einem unten den Strohhut angreifen. Oder alternativ mit dem Wurfstern, den vielleicht muss man auch dreimal einen Samurai angreifen. Das habe ich nicht mehr im Kopf, ob das zwei oder dreimal sein muss. Strohhut betäuben, Samurai zu zweit töten und an den Strohhut töten. Ja, aber wir müssen die Leute in deren Nähe bringen. Also bei einem der beiden können wir die Sicht verkürzen, richtiger Hinweis, durch einen Angriff mit dem Niespulver, aber die Niespulverbetäubung ist minimal. Nee, ich will ohne anschießen. Den musst du anschießen und dann ist er mit Schwert zu töten, sagt Lucky. Ja, aber ich hab im Kopf, es gehen auch mehrere Nahkampfangriffe von verschiedenen Personen, habe ich im Kopf. Aber ich weiß nicht mehr genau, wie das beim Grundspiel war. Wer von euch hat das Grundspiel gespielt und weiß, wie man einen Samurai nicht mit Mugen tötet, sondern mit den anderen Leuten? Weiß das jemand? Also ich weiß, ich habe es damals gemacht, aber ich habe es nicht mehr im Kopf. Ob das mehrere Nahkampfangriffe sind? Ich habe irgendwie im Kopf, es waren mehrere Nahkampfangriffe. Hab's gespielt, wieder vergessen. Auch. Ja, probieren es mal aus einfach. Also ich versuche mal ohne Schießen, weil wenn wir hier schießen, dann rennt auch die Wache hier raus. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Hier in der Nähe vom Samurai ballern, dann rennen hier vier oder fünf Wachen raus. Das ist echt zu heftig, das können wir nicht machen. Also zwei greifen den Samurai an, einen greift hier unten an. Oh, yes. Yes. Kommen wir in die Nähe des Strohhuts, um einen Nahkampfangriff durchzuführen. In die Nähe des Samurais kommen wir, um einen Nahkampf durchzuführen. Das ist kein Problem, wir können uns hier hinstellen, dann darüber gehen, das kriegen wir gebacken. Aber die Frage ist, kommen wir in die Nähe des Strohhutes, um einen Nahkampfangriff durchzuführen und wenn, wie? Gibt es hier einen Bereich, den er nicht sieht? Nicht wirklich, ne? Scheibenkleister. Das geht nur per Fernkampf. Aber von wo? Wie weit ist die Reichweite des Wurfsterns? Shurikenjutsu. Ziemlich lang, aber muss auf gleicher Höhe sein. Und da könnten wir auch den Wurfsternangriff machen, weil der so weit weg ist, das hört man ja nicht. Wir gehen ja einmal hier hoch. Und schauen mal, wo wir uns hinstellen können und wo ein Wurfsternangriff klappt. Geht es hier? Are you Shuriken? Würde gehen, ne? Und die beiden anderen? Und die beiden Frauen gehen rüber zum Samurai. Wir versuchen es mal. Schmubuster schreibt, zwei Angriffe werden gebraucht. Zumindest Falle oder Wurfspeer, Stern oder Messer. Sowas zumindest im Grundspiel. Der gelbe Kreis zeigt hier Entfernung. Shurikenjutsu. Stimmt, er ist ein Stück weiter außerhalb. Der müsste also eine Idee noch sich vorwärts bewegen und es dann machen. Wir müssten dichter an ihn rankommen. Gibt es hier einen Bereich, wo wir das... Ich würde es nicht ausschließen. Wenn wir hier hinkommen, das sollten wir schaffen. I'm going in.
no noise. Move like water. Shuriken, ready. Nein, es hat ein Hindernis. Saishin de Kikyoyo. Are you Shuriken? Vielleicht, wir testen mal was. Ich speichere mal ab und wir müssen einfach ausprobieren. Wir müssen es einfach ausprobieren. I'm going in. Ach nee, was machst du denn da? Wir nehmen die beiden hier unten. Ranziehen. Ins Wasser. Unten lang. Und bringen die beiden zum Samurai rüber. In motion. Hinter die Transportkarre ziehen, heißt es im Chat. Ja, aber wir kommen ja nicht an ihn ran, um ihn zu töten. Wir können ja nirgendwo raufklettern, wir kommen einfach nicht zu dem ran. Er sieht uns ja. Das ist das Problem. The music starts. On my way. Elegant solution. There's no need for delay. I will remain unseen. Oh, so exciting. Sneaky. Jetzt versuchen wir mal Folgendes. Diese Flöten... Focus. Wir versuchen es einfach mal. Sie macht den Messerangriff auf ihn im Planungsmodus. Sie macht den Haarspangenangriff. Und ja. Versuch's nachher mit dem Wurfstern. Und er macht einen Bewegungsbefehl. Und zwar im Laufschritt. No noise. Hierhin. Wir speichern einmal ab und dann, wenn sie in seiner Nähe sind und wenn er hier rüber gelaufen ist, dann macht er den Wurfsternangriff auf den Kollegen. Mal gucken, ob der überhaupt dann möglich ist. Müssen wir aufpassen. Einmal abspeichern und jetzt auslösen mit Enter und... Quiet. No. Das hat ja gar nicht geklappt. Ich mich, glaube ich, verklickt nochmal. Er sollte den Wurfsternangriff machen, nachher auf den. Shuriken Jutsu. Jetzt haben wir's. Einmal Enter. Klappst du nicht? Was habe ich denn gerade falsch gemacht? Enter habe ich gemacht, er geht rüber, aber anscheinend wurde nach Durchführen des Enter-Begriffs der hier irgendwie wieder deaktiviert und es wurde stattdessen irgendwie was in der Art. Wir machen es nochmal. Ich habe nicht dicht genug auf den geklickt. Ich klicke nur kurz vor den, ne? Das ist, glaube ich,
die ganze Geschichte. Ich hatte so einen Tick vor dem geklickt, irgendwie sowas. Nochmal Enter. Nee, der Samurai hat uns getötet. Der ist zu stark für die beiden oben. Wir versuchen Folgendes. Wir drücken mit ihr hier. Machen wir erstmal den Niespulverangriff. Auf den. Und dann lösen wir Enter aus. Da war ich zu langsam. Sie macht den Niespulverangriff. Und dann muss ich rüber wechseln. Zu ihm und muss mit ihnen dann hier versuchen, hier unten zu erwischen. Und das wird schwer. Ich versuch's mal. Ja, der Samurai ist nicht da, Lucky. Der ist nicht da, der ist auf einer anderen Insel. Den kriegen wir daher nicht hin. Also, wir machen einmal den... Muss ich leider doch Shortcuts probieren. The dance begins. Let's get going. Are we going? A subtle bow. A quiet Perhaps gesture. The most elegant tool. Let's get going. Das verstehe ich nicht. Jedes Mal, wenn ich versuche, den Wurfsternangriff durchzuführen, ist mir der Befehl nicht möglich. Das muss irgendwie mit dem Planungsmodus zusammenhängen. Also nicht jedes Mal, aber fast jedes Mal. Irgendwas mache ich dabei falsch. Ich versuche auch noch den Wurfstern zu machen. Weil er kann von der Hinter nicht, aber ich bewege ihn ja hier rüber. Vielleicht führe ich den zu früh aus. Und der Samurai tötet die beiden Frauen, ja? Wir haben aber nur die beiden. Die können vielleicht zwei verschiedene Angriffe durchführen. Mehr ist nicht drin. Den machen wir anders. Dann nehmen wir bei ihm das hier raus. Wir versuchen, ihn mit reinzunehmen in den Angriff, dass alle drei ihn angreifen. Aber er mit dem Katana. Mit dem Katana und dass er danach einen Wurfstern auf den schickt. Und vorher noch einen Stein wirft. Irgendwas in der Art. Move like water. Quiet. Move like water. I'm going in. Bin nicht sicher, ob es geht. Wir müssen es versuchen. Mugen ist halt nicht da. I'm going in. Move like water. No noise. Quiet. I'm going in. Move like water. Abspeichern. So, jetzt nehmen wir noch in den Planungsmodus rein, dass er ebenfalls mit dem Messer hier drauf geht. Quiet. Toi, toi, toi.
Shuriken Jutsu. Das ist anscheinend der Samurai, ne? Der Samurai tötet einen unserer Charaktere und deshalb geht das komplett nicht, ne? Habe ich das richtig gesehen? Oder hat er hier unten geschossen mit dem Gewehr? Das heißt, wir müssen doch einmal schießen. Aber wenn wir schießen... Wodurch starb die? Durch den Schuss oder durch den Samurai? Durch den Schuss, ne? Also, wir hatten eben darüber gesprochen, wie das, Nadir, nach unserer Erinnerung von mehreren Leuten kann ein Samurai schon mit einem normalen Angriff getroffen werden, aber es müssen mehrere normale Angriffe sein. Wurfstein haben wir gerade probiert, es kam immer zu spät. Wir versuchen es nochmal. Versuchen es einfach nochmal. Focus. They must not see us. Elegant solution. My love. Woran ist es gerade gescheitert? Der Samurai wehrt alle ab. Weil ich kann nicht gleichzeitig alles beobachten und versuchen schnell zu klicken, weil ich muss auf die Tasten gerade. Ein Schuss betäubt den Samurai nur, meinte Lucky. Ja, wir können mal einen Schuss abgeben, aber meine Sorge ist halt, ne, wir haben, glaube ich, 2 Kugeln. Das müsste eigentlich möglich sein. Hier sind ja die Wachen drin. Wir können das mal machen. Wir versuchen es mal. Wir machen mit ihm einen Schussangriff. Pistol is ready. Auf den Samurai. Last shot. Hey. Are you Shuriken? Move, Lightwater. Na, da kommen die Wachen von außen rausgelaufen, seht ihr? Wir schaffen das. Ohne Mugen kriegen wir den sehr schwer gebacken. Wir können auch nach unten schießen, aber... Also, wir haben nur 2 Schüsse. 2 Schüsse sind möglich, ne? Die Wachen kamen nach einem Schuss vom Strohhut. Niespulver können wir machen, haben wir alle schon ausprobiert eben. Der Strohhut hat die Wachen gerufen, okay. Dann versuchen wir es einfach nochmal. Das heißt, wir machen nochmal. Pistol is ready. Ein Schuss. Last shot. There are shooting up men here! Are you shaken? Move like water. They're attacking from up there! Es starben auch 2 unserer Leute. Also ich glaube, der Samurai hat 2 umgebracht gerade bei der Abwehr, ne? Wir müssen alles auf einmal probieren. Wir können leider nur einen Befehl auf pro für... Hey, hat er noch eine Waffe, der Alte? Kann er feuern? Nee, der hat nur eine normale Pistole. Er hat oft ein Scharfschützengewehr, jetzt gerade nicht. My blade is sharp. Oh, yes. We must show prudence, perhaps the most elegant tool. Und nochmal. Not the most elegant. Nee, die sind sofort alle tot. Ohne dass wir irgendwas machen können. Es sterben sofort alle. Und zwar alle 3 auf einmal. Oh, das war das falsche Safe Game. Wir müssen uns echt was überlegen. Wir können nicht, wenn wir... Ne, die Frage... Dass wir Mugen da nicht hinbekommen, ist echt doof. Der wird das immer Alleingang machen. Ich habe mal eine ganz andere Idee. Wisst ihr, was wir auch machen können?
Wir können den Samurai leben lassen. Focus. Wir müssen da nur unten in die Waffe hier rein. Ein Alarm ist nicht schlimm. Der Alarm scheint mir immer nur begrenzt zu sein auf eine Insel. Ja? Das heißt, wir können einfach den hier vorne, rennen weg. Samurai und seine Kumpane, die aus der Hütte rauskommen, durchkämmen die ganze Insel. Wir haben plötzlich mehr Gegner, gehen irgendwann wieder weg. Wir schleichen uns nach vorne hin, öffnen das Tal da und alles wieder gut. Sollen wir das mal probieren? Würde ich gerne mal ausprobieren. Ich speichere einmal an der Stelle manuell ab. Achso, das war schon, alles klar. Lass uns das mal versuchen. Ja, liegt im vollgrünen Bereich, aber wir können ihn da einmal ablenken. Das heißt, wir schnappen uns alle unsere Leute. Move like water. Gehen wir wieder weg. I'm going in. I can't go there. Klettern hier wieder runter. Quiet. No noise. I'm going in. Ach, so können wir den Samurai ablenken. Hi! Ja! Super cool! Das machen wir! Habt ihr die Lösung gesehen? Sie wurde uns gerade angezeigt. Wir nehmen eine Person, um ihn abzulenken. Und die anderen können in aller Ruhe den dann hier oben killen. Das gibt's ja gar nicht. Das ist so simpel. Ich bin total begeistert. Das machen wir. So machen wir das. Das heißt, wir knipsen alles weg hier. Das war die Lösung. Das gibt's ja gar nicht. Das heißt, wir... Die Niespulverfrau brauchen wir unten. The music starts. An elegant solution. Subtlety. A plan in motion. I will remain unseen. Dann ihn brauchen wir auch unten. No noise. Move like water. Quiet. I'm going in. Und sie lassen wir hier oben. Yes. Für die Fußspuren. Shh, quiet. Oh, that's easy. Und die Fußspuren machen wir hier unten und rennen dann raus. Das reicht schon. Ha. Coming. Hier macht sie Fußspuren und dann geht sie ins Wasser. Time to move. Was ist denn das hier? The subtle bow. On my way, gesture. Sie macht hier gleich die Niespulverattacke. Er wird in der Zwischenzeit mit dem Wurfstern dann zuschlagen. Move like water. Quiet. Wie kommt er am nächsten ran? Sie macht von hier unten gleich im Planungsmodus. Nee, sie hier. Im Planungsmodus die Niespulvergeschichte hier drauf. Out of sight. Und er macht im gleichen Zeitraum. No use waiting. Im Planungsmodus den Wurfsternangriff. Leider schleicht er dabei, das kann man nicht ändern. Könnte sich ja auch normal bewegen.
Und sie hier unten ready. Lassen wir gleich. Die Fußspuren machen. Alles klar? Daumen drücken, Leute. Bitte alle einmal Daumen drücken. Jetzt machen wir erstmal das, was wir uns überlegt haben. Wurfstein mit Doppelklick programmieren, dann sprintet er zu Punkt. Guter Tipp von Lucky. Das versuchen wir mal, ob das geht. Mal gucken, ob das klappt. Einmal hier Skill hin. Over numbers. Gucken, ob das funktioniert. Shuriken, ready? Doppelklick. Quiet. Also ich hoffe, das klappt. Angezeigt wird mir das nicht, ne? Doch, hier. Ist das Sprint? Nee, also angezeigt wird mir ja nichts. Ich nehme den mal wieder raus. Doppelklick. Are you Shuriken? Ich kann nicht sehen, dass es klappt. Ich habe keine Anzeige, dass er dann sprintet, Lucky. Danke für den Tipp, aber ich kann es nicht sehen. Ich habe es zweimal ausprobiert. Einmal abspeichern. Hier. So. Focus. Slowly. This is fun. Always ready. Got it. Being attacked. Fast. Machen wir nochmal. Fast hat's geklappt. Und nochmal. Was schreibt ihr? Einmal mit gebeugter Anzeige, zweimal ohne gebeugte. Ach, jetzt weiß ich, was ihr meint. Das könnten wir mal probieren. Wir nehmen das wieder raus und machen in Planungsmodus ihn. Planungsmodus an. Machen hier das sich ducken weg und jetzt den Wurfsternangriff hier drauf. I'm going in. Aber ob das klappt, weiß ich nicht. Wir speichern einmal ab wieder. Yo-yo. Got it. It's burning. Better get some distance. Move like water. Ist er tot? Weil heilen darf man ja. Nochmal. Und nochmal. Ich versuche erstmal, ohne ihn in die Luft zu sprengen, ne? Ohne die Kiste in die Luft zu sprengen. Oder mit. Wir versuchen einmal ohne. Oh, that's easy. Who made those footprints? I will find you! Das war unsauber. I can do that. Someone must be sneaking. My blade is shut. I'm waiting. Move like water. Yo-yo. Got it. Don't see how. Move like water. You shouldn't be here. Er ist nicht gebückt. Nochmal. Shh, quiet.
right. Shh. Come on, focus. Cutting wind. Got it. Path is blocked. Quiet. I'll fight you. Bad idea. Gonna kill you, assailant. Ich glaube, wir müssen gar nicht die Leiche wegtragen. Wir müssen erst mal abwarten, wo er rumläuft. Ich habe das zu früh gemacht. Focus. Oh, that's easy. Who made those footprints? I'm ready. That'll be too much. This is mine. I will find you. Quiet. Daumen drücken jetzt. Being attacked. Wisst ihr was, wenn wir den einfach nur umbringen und weder die Leiche nicht entsorgen, sondern ihn und die Wachen einfach in der Gegend rumlaufen lassen. Und dann kommen wir auf... Ich will mal versuchen... Wir müssen die Leichen entsorgen, aber wohin entsorgen wir die? Vielleicht können wir die auch einfach nur... Die Frage ist, wo läuft er lang und wo bewegt er sich und... Wir können natürlich auch zulassen, dass er die Wachen ruft. Die Wachen laufen auf der Insel rum. Ich glaube, das ist ja auf jeder Insel begrenzt, wo die Wachen langlaufen. Und dann, wenn die Wachen wieder im Haus sind oder rumpatrouillieren, dann gehen wir halt nochmal hin und jagen die Kiste in die Luft. Wir müssen sowieso nochmal hin, um die Kiste in die Luft zu jagen. Das schaffen wir jetzt nicht in einem Aufwasch. Dann würden wir die Leiche jetzt einfach liegen lassen. Oder? Wir suchen es noch einmal mit Leiche entsorgen und ansonsten lassen wir es sein. Nicht gereicht, ich bin zu vorsichtig. Hush. That's a good trick. Silent steps. No use waiting. No noise. Got it. Quiet. Bad idea. There are seven men here. Wir machen es ohne Leichen sorgen. Wir lassen es einfach drauf ankommen. Er muss sich nur den Wurfstein zurückholen, ja? Ah, er kann auch abhauen. Er kann sich den Wurfstein auch später holen. Einfach abhauen und gucken, was passiert. This is fun. Coming. My blade is sharp. Einfach abhauen. Von der Insel runter. Quiet. No need for delay. Ins Wasser. Come on, focus. Hier hinten links, rüber. Ready. Hier weit von der Insel weg. Er wird die Leiche gleich entdecken, dann kommen Wachen, dann laufen die halt rum. Jetzt geht er nach rechts rüber und jetzt ist er nicht mehr da und könnte sich den Wurfstein holen. Ich fasse es nicht. Jedes Mal läuft er woanders lang. Skill over numbers. Vielleicht kriegen wir das ja doch noch hin. Jetzt sieht er aber die Leiche, oder? Jetzt sieht er sie. Move like water. Ich frage mich, ob auf den anderen Inseln dann auch Wachen noch entstehen. Das müssen wir uns angucken. Wenn ja keine entstehen, kann es das egal sein. Hier entstehen keine zusätzlichen Wachen, dann ist das egal. Dann ist uns das vollkommen Wumpe. Die werden gleich entweder ins Haus gehen oder ich glaube, die laufen dann Patrouillen. Wir müssen nur die Kiste in die Luft jagen und dann wieder abhauen. Das ist alles. Sehr spannend. Die drei laufen jetzt rum. Sagen die hier nicht stehen bleiben, ist alles okay. Wenn die nach hinten durchlaufen,
Den Samurai können wir nochmal ablenken. Mit demselben Trick wie eben. Die müssen nur irgendwo auch mal woanders eine Patrouille machen, sonst haben wir ein kleines Problem. No use waiting. I'm going in. Quiet. Wenn die hier hinten mal wären, dann wäre alles gut. Mensch, die dürfen ja nicht stehen bleiben. Da ist die Kiste. Will Kiste kaputt machen. Ja, sie gehen mal woanders hin. So ist es gut, liebe Leute. So ist es fein. Aber bitte nicht hier vorne rumstehen, auch mal nach oben hinlaufen. Oh, jetzt ist es ja schlimmer als vorher. Der Morgen muss er seinen Wurfstern zurückbekommen. Schlimmer, das geht doch nicht gut. Leiche liegen lassen, Wurfstein holen, Kiste springen, dann ist Wasser abhauen, sich die Wunden verbinden. Alternativplan, ne? Könnte man die Haustür zusperren? Nee, dass die Leuchte nur auf, weil da Wachen sind. Also das klappt schon mal nicht. Das müssen wir erst gar nicht abspeichern. Aber im Prinzip ist das die Lösung. Nur, dass wir mit ihm dann rüberrennen. Nur den Wurfstern nimmt er in eine mit, der muss sich nur über den Wurfstern hinweg bewegen. Wir sprengen sofort die Kisten in die Luft, springen ins Wasser und hauen ab. Ja? So probieren wir das jetzt. Gereicht. Und nochmal. Oh, that's easy. Let's get to work. Quiet. Got it. Come on, I haven't. It's moving. Hey, better get some distance. No noise. Das darf doch nicht. Ah, beinahe. Wir waren so ein Stückchen davon entfernt, dass es geklappt hat. So ein Stückchen. Thank you, Aiko-san. What does avid student mean? It means you like learning and work hard to do your best. You were like that too, Aiko-san. Lady Chiyo might disagree with you there. Where did they go? Wir haben einen Verbandstoff, um dreimal uns zu heilen. Sollen wir das so lassen oder sollen wir es nochmal versuchen, ohne dass sich verletzt? Wir versuchen es noch. Wir speichern das mal ab, dann haben wir wenigstens ein Safe-Game, das funktioniert. Aber geh nochmal zurück auf den Schnellspeicherstand. Das war der hier. Und versuchen mal, was hinbekommen, dass er sich nicht verletzt. Weil wir können uns nur einmal heilen. Wir wissen nicht, wie die Rest der Mission noch läuft. Ja? Dass ich das nur erleben durfte, das gibt's doch gar nicht. I bet you were like that too, Aiko-san. Lady Chiyo might disagree with you there. I know you're here. They're attacking us. We're
Ach, geschafft. Einmal abspeichern, schnell. Abspeichern. Oh Mann. Mann. Wir haben es hinbekommen. Ich fass es nicht. Nee, hat sich nicht verletzt. Er hatte einen Punkt verloren. Der eine Punkt ist egal. Der eine Punkt ist nicht schlimm. Das war vielleicht durch die Explosion. Das ist mal vollkommen Wumpe. Wir haben es hinbekommen. Mann.